Jo, und was geht, euer Karasu ist back am Start mit Dragon Ball Infos. Ihr habt ja vielleicht einiges mitbekommen über das neue Dragon Ball Tenkaichi Budokai, Budokai Tenkaichi 4 Game. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Sparking Zero heißt es ja in den anderen fernen Osten. Bei uns heißt es ja immer Budokai Tenkaichi. Und wir haben ja damals, oder ich glaube Anfang dieses Jahres, einen Trailer geleakt bekommen, wo wir halt kurz Son Goku gesehen haben, wie er sich als Super Saiyan Blue aufpowert. Und wir dachten, holy shit, sieht das eigentlich ganz geil aus. Mal sehen, was daraus wird. Und jetzt haben wir den ersten richtigen offiziellen Trailer und Teaser zu dem Game. Und ich muss sagen, Leute, was ist das für eine geile Grafik? Also nicht, dass man diese Charaktere, ich dachte ja, oh, die wären vielleicht ein bisschen zu 3D-mäßig. Nein, man hat wirklich diese Zeichentrick oder diese Manga-Style beibehalten in die Charaktere, aber hat die aber einen richtig geilen 3D-Oberflächen-Touch gegeben. Das sieht richtig krass aus. Wir werden uns gleich mal den Trailer anschauen, dann könnt ihr sagen, wie gehypt ihr auf dieses fucking geile Game seid. Also alleine diese Umgebung alles, diese ganzen Effekte, das sieht so krass aus. Ich habe es schon mehrmals mir angeschaut, aber seht erstmal selber. So, meine Freunde, da haben wir den Trailer kurz gesehen und ich muss euch sagen, was ist das für ein Game? Was wird das für ein Game? Und wie gehypt seid ihr jetzt auf dieses Game? Wie geil ist es? Gerne mal in die Kommentare reinballern, Leute. Es wird wahrscheinlich richtig krass. Wir haben auch weitere Informationen zu dem Spiel bekommen. Und zwar ist es so, dass die Macher sagen, dass es sich, also dieses Spiel, die Budokai Tenkaichi-Reihe und das Kampfsystem auf ein neues, höheres Niveau setzt. Und jeder Charakter hat unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Verwandlungen, unterschiedliche Techniken und das richtig krasse ist, es wird eine so hohe Anzahl an spielbaren Charakteren geben, die es noch nicht vorher in Dragon Ball Games gab. Also haltet euch fest, da werden ordentlich Charaktere bei sein. Also ich rechne damit, da es ja nur Dragon Ball heißt und nicht Dragon Ball Z oder Dragon Ball Super, gehe ich davon aus, dass sie die komplette Messlatte an Charakteren da reinballern. Jeden Boss aus jedem Film, aus jedem sonst Universum vielleicht sogar, welche aus Dragon Ball Heroes wäre natürlich richtig geil. Ein paar Bösewichte daraus zu sehen. Aber wir werden wahrscheinlich alle Charaktere aus Super sehen. Wir werden die ganzen Verwandlungen sehen. Wir werden wahrscheinlich mehrere Gogeta haben. Wir werden mehrere Brolis haben. Wir werden Cell haben. Cell Max wahrscheinlich. Die ganze Messlatte. Vielleicht sogar Granola. Vielleicht Moro. Vielleicht sogar die Heaters. Also wie Gas und so weiter. Das wäre oberhammergeil, wenn da was passieren würde. Wenn da wirklich die Messlatte sehr hoch gesetzt ist von den Charakteren. Also ich bin mega gehypt. Wir haben aber noch weitere Infos. Dann wird es wieder so sein, dass die ganze Umgebung zerstörbar ist. Also die Macher sagen, dass die ganze Umgebung zerstörbar ist durch KI-Angriffe, durch Explosionen, durch Verwandlung und so. Die ganzen Bäume werden sich bewegen, der Rasen wird sich bewegen, die Oberfläche der Umgebung, also dieser Plattform wird sich bewegen. Dann werden die Verwandlungen auch Einflüsse nehmen auf die Wetterverhältnisse. Das heißt, wenn zum Beispiel wie im Manga, wenn Son Gohan sich verwandelt in einer Ultimate-Form, hört auf einmal alles aufhören zu regnen, weil er krass die Wolken verschoben hat oder sonst dergleichen, kann in diesem Spiel gegebenenfalls auch passieren, wenn die Macher das so sagen. Jede Verwandlung, jede Technik oder sonst dergleichen Angriff hat Auswirkungen auf die Umgebung, also auf diese Arena, wo wir halt kämpfen. Man wird sich auch frei bewegen können, wie es halt im Budokai Tenkaichi schon immer so war, wo man halt hin und her fliegen konnte, Umgebung ein bisschen zerstören konnte. Bei den Dritten zum Beispiel konnte man ja auch unter Felsen und so, wenn man die zerstört hat, konnte man ja auch Dragon Balls finden und einsammeln und so weiter. Aber es wird wahrscheinlich richtig krass werden, also es wird auch durch ultimative Angriffe alles zerstörbar sein. Wie weit der Grad sein wird, muss man halt abwarten, wie viel da zerstört werden kann. Sie sagen halt nur, dass die Umgebung halt zerstört werden kann, dass Häuser auch kaputt gehen können,
Wie gesagt, dass diese ganzen Verwandlungen auch Einflüsse in die Wetterverhältnisse nehmen und so, sowas sagen die halt. Dann wird es auch wieder diesen Clash geben von diesen Angriffen. Ja? Also wenn zum Beispiel einer einen Garlic Gun macht oder da ein KMMH, dann gibt es auch wieder diese Zusammenpralle, ne? Wo man halt dann was drücken musste früher, um halt die Oberhand zu bekommen oder sonst dergleichen. Und das wird es auch wieder geben, da sollen wir uns auch drauf gefasst machen. Es wird auch komplett neu überarbeitet mit den ganzen Effekten, visuelle Effekte sollen neu dazu und wie gesagt, sie sagen hier auch nochmal im zweiten, dass es so realistisch sein wird mit den Hindernissen, mit der Zerstörung und mit der Umgebung, dass es halt ein komplett anderes, neues Ultra-Level sein wird. Also sie beziehen sich sehr viel auf diese Zerstörungskraft. Muss man abwarten, aber das sind erstmal so alle Infos, die ich zusammentragen konnte. Von gestern Abend kam das, glaube ich, oder heute Morgen wurde das, glaube ich, geleakt. Jedenfalls haben wir die ersten Sachen und den Trailer. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare reinballern, was ihr davon haltet von diesem Spiel und dieser Grafik und alles. Würde mich sehr freuen, darüber zu lesen. Und sobald es irgendwas Neues gibt, sei es über den Manga oder über Spiele, seid ihr natürlich immer hier up to date. Deswegen hinterlasst ein Like, Abo, teilt dieses Video und schreibt was in die Kommentare. Ganz wichtig, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.